Hi, schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich würde euch gerne erzählen, was ich im September gelesen habe. Das kommt diesmal so spät, weil wir ja diesen Poznanski-Monat hatten, diesen Marathon. Und wir haben im September Bücher von Ursula Poznanski gelesen und haben jetzt im Oktober gestückelt die Hangouts dazu. Und ich würde euch dieses Video gerne erst hochladen, wenn alle Hangouts rum sind. Aber ich merke, dass es jetzt Zeit wird, dass ich euch das schon mal abdrehe, weil es anfängt, dass die Geschichten so aus dem Kopf verschwinden. Und das wäre doof, weil ich möchte euch ja doch möglichst einen frischen Eindruck geben. Deswegen fand ich das eigentlich ganz schön, das immer etappenweise zu machen mit dem Lesemonat. Aber das hat diesen Monat auch irgendwie gar nicht gefluppt, weil wir noch im Urlaub waren und so viel hier drum und dran zu erledigen war. Das, was wir dann jetzt einfach nochmal an einem Stück machen. Also, mein September hat er gestartet mit dem Buch Kryptos von Ursula Poznanski. Dazu gab es auch schon ein Hangout. Ich verlinke die Hangouts mal mit unten in der Infobox. Dann könnt ihr, wenn ihr da eine ausführliche Besprechung haben möchtet, mal reinschauen. Wir haben deswegen die Hangouts auch nach den Büchern gestückelt. Also zu jedem Buch einen separaten Hangout gemacht, einfach, dass ihr entscheiden könnt, welches Buch interessiert euch und welches nicht. In dem Buch geht es um Jana. Wir leben in einer dystopischen Zukunft und Jana ist eine Weltendesignerin. In der Zukunft sieht es nämlich so aus, dass ja, weite Landstriche vom Meer überflutet wurden, bedingt durch den Klimawandel und dass die Ressourcen so zur Neige sind, dass wir Menschen total überbevölkert sind und die Ressourcen längst nicht für uns alle reichen, so dass es also Programmierfirmen gibt, die Welten erstellen und man die menschliche Hülle quasi ja in so einen Kasten, hier drin wird das immer genannt, die Bohne. Dort werden die menschlichen Hüllen abgelegt und man flitscht dann durch Thumbnails mit einem Avatar in eine andere Welt. Und die menschliche Hülle bleibt halt in diesem Kasten liegen, wo, ja, wo man künstlich ernährt wird. Ja, in selbstreinigenden Anzügen ist das da so beschrieben. Ich habe mir das also wirklich wie in dem Film Avatar vorgestellt, wo man aus diesen Glassärgen quasi in die Welten reinspringt. Und jetzt ist es hier halt so, dass man ja, jeden Tag aufs Neue hat man die Wahl, in welche Welt man möchte. Und man wacht immer automatisch, also man schläft in der Welt ein und man wacht automatisch in seiner Kapsel wieder auf. Das ist einfach so. Das Aufwachen ist immer in der Kapsel, dann geht man duschen, dann frühstückt man vielleicht was und dann sucht man sich die nächste Welt aus, in der man den Tag verbringen möchte. Genau. Und Jana, um die es hierin geht, ist halt eine Weltendesignerin und sie hat zum Beispiel auch die Welt Caribrook erschaffen. Die habe ich mir ein bisschen so vorgestellt, wie diese Welt hier. Sehr, sehr grün, ein bisschen an Irland und Schottland angehaucht. Viele Berge, ja, weite Landschaften und eine sehr, sehr friedvolle Welt. Und in dieser Welt passieren plötzlich seltsame Dinge und es geschehen sogar Morde. Und daraufhin beschließt Jana, selbst in der Welt nachschauen zu gehen und ja, begibt sich halt in die imaginären Welten, weil als Weltendesigner lebt man den größten Teil in der Realität, in der Echtwelt und treibt sich nicht in den Welten um, sondern sitzt am PC und designt diese. Genau. Ja. Meine Meinung zu dem Buch war nicht sehr gut. Wenn ihr den Hangout gesehen habt, wisst ihr schon, was kommt. Ich habe dem Buch 2 Sterne gegeben. Ich habe das im Hangout sehr, sehr, sehr ausführlich auch erklärt und Steffi ist mir da sehr zur Seite gesprungen vom Buchschnack und hat mir geholfen, das zu erklären.
Es hatte halt mehrere Gründe. Zum einen bin ich mit den Charakteren überhaupt nicht warm geworden und das ist so der größte Knackpunkt bei mir. Ich muss mit irgendjemandem mitfiebern können. Der muss mir nicht super sympathisch sein, das muss nicht mein bester Freund sein, aber ich muss mitfiebern können. Und das hat mir komplett gefehlt bei dem Buch. Zudem haben wir noch ein paar Logiklücken, sind uns aufgefallen, wo wir bis zum Schluss keine Antworten drauf erhalten haben. Das hat mir nicht gut gefallen. Und ich war sehr enttäuscht von der Auflösung. Also ich finde die Idee der Geschichte total grandios, finde es auch ein sehr wichtiges Thema und ja, habe mich riesig auf das Buch gefreut. Aber ja, die Auflösung war doch sehr mau und ja, ich war doch sehr enttäuscht. Und wenn es keine Leserunde gewesen wäre, hätte ich das Buch wohl auch abgebrochen. Und ja, so viel dazu. Dann habe ich ein Buch gelesen, das habe ich euch schon mal in den Neuzugängen vorgestellt, das Kinderverstehbuch von Sandra Winkler. Das ist total schön aufgebaut. Das interessiert jetzt wahrscheinlich nur Leute, die auch selbst Kinder haben. Aber es sind halt so Warum-Fragen, die von Kindern häufig kommen oder die wir Eltern uns fragen, warum lieben Kinder Kuscheltiere so abgöttisch zum Beispiel? Oder warum quälen Kinder Tiere? Das sind halt immer, man hat immer diese Frage am Anfang und dann beziehen sich, ja, ich würde mal sagen, 4 bis 10 Seiten auf diese Frage. Und es sind wirklich vielfältige Fragen drin. Zu jedem Thema ist was zu finden. Warum sind Jungen so wild? Warum pflücken Kinder Blumen? Aber hier war auch zum Beispiel hier, warum fragen Kinder so viel nach dem Tod? Es sind halt auch wichtige Fragen enthalten. Und ich glaube, dass das nicht nur Eltern gefallen könnte, sondern das könnte auch was für Erzieher oder ja, Leute, die mit Kindern arbeiten, könnte das auch ein hilfreiches Werk sein. Ich finde das ganz schön, fand das schön zu lesen und das ist bestimmt auch ein Buch, wo ich noch mal öfters reinblättern werde. Genau, also es ist mehr so ein Sachbuch, ne? Und dann ging es weiter im Poznanski-Marathon. Dann haben wir nämlich als nächstes Erebos gelesen. Und in Erebos geht es um Nick und um Nicks Schulklasse. Und an Nicks Schulklasse macht so eine CD die Runde und keiner spricht darüber. Also das ist was total Geheimnisvolles und total, ja, fast schon Beängstigendes, weil alle sind neugierig, alle möchten diese CD haben, aber keiner spricht darüber und keiner sagt, was drauf ist. Ich spoilere euch jetzt nicht, also auf dieser CD ist ein Computerspiel enthalten und das Computerspiel heißt Erebos. Und das Unheimliche an diesem Spiel ist eigentlich, dass man Aufgaben in dem Spiel von einem geheimnisvollen Boten erhält, die man zum Teil auch im Spiel lösen muss, aber zum Teil auch in der Realität. Und das macht es total gruselig, weil diese Aufgaben fangen relativ harmlos an, steigern sich aber dann doch zu sehr fragwürdigen Aufgaben. Und man hat schon ein bisschen so ein Bammel, ob der Nick das alles so mitmacht, was ihm da auferlegt wird. Das müsst ihr natürlich selbst lesen. Und ja, auch hier war es leider so, dass ich mit dem Buch nicht warm geworden bin. Die Charaktere sind mir sehr, sehr, sehr distanziert geblieben. Das Buch hat von mir 3 Sterne bekommen. Es ist ein gutes Buch, was man mal lesen kann, aber es ist kein Highlight für mich. Und ja, leider habe ich echt ein Problem mit dem Schreibstil von Ursula Poznanski. Ich muss es mal so sagen, weil es zieht sich durch. Ihr werdet es gleich noch merken. Ja. Und die Auflösung fand ich hier schon mal deutlich besser als in Kryptos, aber doch auch etwas schnell. Also zum Schluss hin habe ich immer so das Gefühl, da wird einem so viel um die Ohren geschlagen und ich selber wäre auf diese Lösungen so schnell dann gar nicht gekommen. Also das ist mir dann zu schnell plötzlich immer. Ja, aber ich denke mal, Erebos kennen auch schon so viele. Ich werde euch hier aber auch mal den Hangout noch verlinken. Dann, wenn ihr da Näheres zu wissen wollt und was mich ins Detail gestört hat, da ist auch alles explizit
Ja, haben wir darüber gesprochen und wenn euch da Näheres zu interessiert, schaut da gerne mal rein, würden wir uns freuen. Weiter ging es dann mit Saeculum, ebenfalls von Ursula Poznanski. Und hier geht es um Bastian und Bastian hat eine neue Freundin, die heißt Sandra. Und Sandra ist in so einer Gruppierung mit drin, die so mittelalterliche Rollenspiele von Zeit zu Zeit veranstalten und sich ja mit einer festen Gruppe in einem Waldstück zurückziehen, was sehr, sehr abgelegen ist, was man so nicht gut erreichen kann. Ein langer Fußmarsch bis dorthin. Und in diesem Waldstück ist es dann alles so wie im Mittelalter. Also, es sind Brillen verboten, es sind Alltagsgegenstände verboten, es ist nur das erlaubt, was es zu dieser Zeit, in der sie das Spiel stattfinden lassen, auch wirklich existiert hat. Und Alternativen, die es damals gab, sind erlaubt, aber auf alles Medizinische, Moderne muss verzichtet werden. Und so kommt es dann, dass Bastian bei einem dieser Rollenspiele mitmacht und mit Sandra in dieses ja, Camp, sage ich mal in Anführungszeichen, geht. Aber diesmal läuft einiges anders und diesmal läuft einiges schief und diesmal artet das Ganze auch so etwas aus. Und Sandra verhält sich plötzlich ganz, ganz komisch Bastian gegenüber. Er kann das überhaupt nicht mehr einschätzen. Er kann die Situation nicht mehr einschätzen und er erkennt seine Freundin überhaupt nicht wieder. Und ja, er fühlt sich auch zunehmend unwohl in der Gruppe, weiß zunehmend weniger, was er da überhaupt soll, was er da überhaupt macht und ja, beginnt an allem so ein wenig zu zweifeln. Und auch hier wird es heute Abend einen Hangout geben. Den werde ich euch dann auch unten verlinken. Schon mal so viel, ich habe diesem Buch 2 Sterne gegeben, weil dieses Buch hat mich mit am meisten in unserem Poznanski-Monat angesprochen, weil ich die Thematik so grandios finde. Ja, ich finde das ganz toll, mich fasziniert das, ich finde das, ja, ich finde das einfach nur toll. Ich gehe auch gerne auf Mittelaltermärkte und da sieht man ja dann auch, ja, das sind keine Rollenspiele, aber das ist ja auch eine feste Truppe, die so von Markt zu Markt zieht und die das ja auch wirklich leben, die das so verinnerlicht haben und dann für die Wochenenden, wo diese Märkte stattfinden, das auch wirklich so durchziehen. Und ich finde das, ja, toll und habe mir sehr, sehr viel von diesem Buch erhofft. Auch irgendwo. Habe auch gedacht, wir bekommen so ein bisschen mehr über die mittelalterliche Zeit zu lesen, mehr über das Camp, dass das alles so ein bisschen schön beschrieben wird, was die dann den ganzen Tag so treiben. Aber das alles bekommt man nicht. Und es ist schon doch sehr spannend zwischendrin. Aber das Ende war so plump und so, ja, doof einfach für mich. Ich fand es wirklich doof, dass es mir das ganze Buch irgendwo auch ein Stück weit kaputt gemacht hat. Ich muss mal eben einen Schluck trinken. Und auch generell konnte mich dieses Buch nicht vom Hocker reißen. Es war zwischenzeitlich schon spannend, aber es war jetzt nicht, es ist einfach kein Burner. Und auch da wieder sind die Charaktere sehr blass geblieben und ich konnte mit niemandem mitfiebern. Und da habe ich echt ein Problem mit. Ich brauche in einem Buch jemanden, mit dem ich mitfiebern kann. Und das bekomme ich von Ursula Poznanski nicht. Und dementsprechend ist auch Thalamus, ja, mies gelaufen für mich. Das haben wir auch in der Leserunde zusammen gelesen mit der Steffi vom Buchschnack, wie die anderen Bücher auch, und der Babsi von der Silmeris Buchbox und der Jenny von Letters and Life. Ja, und auch hier. Also hier geht es um Timo, ein 17-jähriger Junge, der einen Motorradunfall hatte, als er auf dem Weg zu seiner Freundin war, um ihr einen Ring, glaube ich, zu schenken. Er wird dann operiert, er liegt lange im Koma und er hat es sehr schwer, wieder sich ins Leben zurückzukämpfen. Er kommt dann in eine Reha-Klinik und hat einen Zimmernachbarn, der
noch völlig weggetreten ist, der noch gar nichts kann. Timo kann mittlerweile sich einigermaßen verständigen durch Handzeichen, durch körperliche Sprache. Er hat sein Sprachzentrum ist noch stark beeinträchtigt und er hat enorme Schwierigkeiten beim Gehen und ist gerade dabei, wieder laufen zu lernen. Ja, und dann fällt ihm plötzlich auf, dass da nachts irgendwas vor sich geht und dass mit seinem Zimmernachbarn irgendwas ganz und gar nicht stimmt. Und dann bemerkt er auch an sich seltsame Veränderungen. Und dieses Thema, wirklich, das hat mich auch so angesprochen. Ich finde das so spannend und von der Idee her so gut, aber auch wieder so mies umgesetzt irgendwie. Ja, das Buch bekommt von mir abschließend auch 2 Sterne, weil ich viele Sachen nicht nachvollziehen konnte. Ich fand viele Sachen unlogisch. Wir konnten schon wieder nicht mit den Charakteren mitfiebern. Es war zwischenzeitlich sehr, sehr spannend. Aber das alleine reicht mir halt einfach nicht. Ich brauche jemanden, mit dem ich mitfiebern kann. Wie ich jetzt schon 20 Millionen Mal gesagt habe. Aber auch hier war es halt so. Die Auflösung fand ich gut. Also die fand ich im Vergleich zu den anderen Büchern, fand ich die wirklich noch gut. Aber ja, es haut mich einfach nicht um. Genau. Auch dazu wird es nächsten Freitag noch einen Hangout geben. Und ich bin mal gespannt, wenn ihr eins der Bücher gelesen habt, dann schreibt das gerne mal unten. Ich habe noch 2 Bücher beendet, die ich aber schon vorher angefangen hatte. Und zwar 2 Rezi-Exemplare. Ein Exemplar aus dem Mare Verlag von Matthias Dehn. Unter den Menschen heißt es. Ich halte es mal so rum. Da gibt es auch noch, also wird es noch eine Einzelrezi geben. Die drehe ich jetzt dann noch im Anschluss. Hier geht es nämlich um Jan. Und Jan ist ein Bauer, der seine Eltern verloren hat und der eine Anzeige in einer Zeitung aufgibt, weil er sich jetzt doch sehr, sehr einsam fühlt. Und daraufhin meldet sich tatsächlich eine Frau, also tatsächlich hört sich jetzt doof an, daraufhin meldet sich eine Frau und die heißt Will. Und ja, Will fährt zu Jan und sie beiden stellen sich vor. Und es ist ein Roman, der sehr, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Also der strotzt nicht vor Gefühlen. Sowohl Jan als auch Will haben beide ihr Päckchen zu tragen, haben beide eine angeschlagene Psyche, würde ich mal sagen. Und das Ganze lebt hier nicht von liebevollen Unterhaltungen und liebevollen Taten untereinander, sondern es lebt davon, dass sich 2 Menschen, die jeder ein Ziel vor Augen haben, was ganz unabhängig von dem anderen Menschen ist. Also die beide haben ein Ziel vor Augen und beide versuchen, das umzusetzen, indem sie sich auf den anderen einlassen. Also es geht gar nicht um die Beziehung vordergründig, sondern ja, eigentlich geht es für beide unterschiedlich um ganz etwas anderes. Und ich fand das Buch, also das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das ist ein schönes Buch, was sich gut lesen ließ, weil es doch spannend ist und man will auch wissen, was mit den beiden da jetzt passiert. Es ist aber doch sehr distanziert, aber irgendwie doch so ansprechend und so anziehend, dass man weiterlesen muss. Also ich habe dem Ganzen im Endeffekt 3 Sterne gegeben, 3 gut gemeinte Sterne. Ja, weil es ist so interessant, dass man sieht hier quasi 2 Menschen, wo überhaupt gar keine Liebe der ausschlaggebende Punkt ist, sondern 2 Menschen, die eine Beziehung eingehen. Und wie sich das dann alles so ineinander fügt. Und das war irgendwie schön zu lesen. Also das ist ganz, ganz schwierig, finde ich, das Ganze auf den Punkt zu bringen. Ja, ihr dürft also hier keine hochkarätige Liebesgeschichte erwarten. Dann werdet ihr enttäuscht. Aber als Unterhaltung finde ich das ein wirklich gutes Buch. Und dann habe ich noch beendet von Christina Valentin, Garten der Wünsche. Es ist jetzt ein bisschen spät, es geht jetzt in den Herbst und ja, es ist zwar immer noch eine Menge im Garten zu tun, aber eigentlich ist das eher so ein Buch für den Frühjahr, würde ich mal sagen. Und hier geht es
um zwei verschiedene Stränge. Und zwar haben wir zum einen den Strang von Clara. Clara lebt im Garten der Wünsche und zwar hat sie eine kleine Pension aufgemacht und ja, vermietet Zimmer und ja, lässt ihre Gäste in ihrem Garten der Wünsche und im umliegenden Wald einfach mal zur Ruhe und zur Besinnung kommen. Und Clara ist eine Frau, die total in sich ruht, die total, ja, mit sich im Einklang ist und auch mit dem, was in der Natur so passiert. Also sie hat nicht diesen Drang, ständig irgendwas zu verschönern und zu verbessern, sondern sie lässt die Natur einfach machen. Und das ist, das alleine zu lesen von Clara ist schon so entschleunigend. Also das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und dann haben wir auf der anderen Seite Romy. Romy ist verheiratet und hat einen Kinderwunsch, einen sehr starken Kinderwunsch. Und ja, das Ganze fluppt aber nicht. Die haben schon mehrere künstliche Befruchtungen hinter sich, haben ganz schön viel Stress hinter sich und Romy ist mit ihren Kräften am Ende und kann einfach nicht mehr. Sie arbeitet in einer Bibliothek und beim Bücherwegräumen fällt ihr dann plötzlich die Visitenkarte von Clara und ihrer Pension in die Hände. Und ja, Romy begibt sich auf den Weg in diese Pension, nimmt sich eine Auszeit von sich, von ihrem Job und von ihrem Mann und von der ganzen Kinderplanerei und kommt bei Clara Stück für Stück wieder zur Besinnung und ja, konzentriert sich auf Dinge, die sie glücklich machen und die sie auch ablenken von allem drum und dran. Mehr möchte ich gar nicht sagen. Es ist jetzt nicht so ein mega dickes Büchlein und hier gibt es ganz viel drin zu lesen. Hier gibt es ganz tolle Tipps und Tricks für die Natur, für die Gartenpflege. Hier gibt es ganz tolle Sätze drin zu lesen, die einen wirklich zum Nachdenken bringen und die einen zur eigenen Besinnung auch irgendwie bringen. Und das hat mir total gut gefallen. Also wenn ihr ein Buch sucht, was euch entschleunigt, was euch einfach mal abtauchen lässt, dann ist das genau das Richtige. Ja, ganz, ganz tolles Buch. 5 Sterne von mir, weil ich den Schreibstil auch einfach total liebe. Ich weiß, ich habe auch das erste Buch von Christina Valentin, Ein Sommer und ein ganzes Leben hieß das. Das habe ich auch hier auf dem Kanal vorgestellt. Da könnt ihr auch gerne mal reingucken. Das ist auch ein ganz tolles Buch mit einem schwierigen Thema, was sie ganz, ganz toll umgesetzt hat. Und ja, auch das Buch hat mir wieder großartig gefallen. So, und dann habe ich leider auch ein Buch abgebrochen und zwar von Blake Crouch, das Buch Psychose. Ich habe das vor 2 Monaten, 3 Monaten angefangen im Thriller-Leseklub mitzulesen und habe es pausiert und das ist meistens schon so ein Zeichen bei mir dafür, dass das ein Abbruchkandidat wird. Es liegt jetzt seitdem hier, es zieht mich nichts mehr dazu hin. Ich finde diese ganze Story total verwirrend. Es interessiert mich gar nicht, wie es hier weitergeht. Und ja, das tut mir total leid, aber ich werde es jetzt abbrechen und ja, diese Reihe für mich erledigen. Es konnte mich nicht packen. Sehr, sehr schade. Hier geht es ja um Ethan Burke, der nach Wayward Pines sich auf den Weg macht, um seine verloren gegangenen Kollegen dort zu suchen, ausfindig zu machen. Und ja, dann passieren ganz skurrile und seltsame Dinge während seines Aufenthalts. Und er landet immer wieder in der Klinik und weiß gar nicht so richtig, warum und was das für eine Klinik ist. Ja. Es klingt alles sehr spannend und sehr mysteriös, aber es packt mich einfach nicht. Und deswegen werde ich es jetzt offiziell abbrechen und ja, werde mich dann einem anderen Buch widmen, was mich mehr packen kann. Genau, das war jetzt mein Lesemonat September. Wenn ihr eines der Bücher schon gelesen habt, dann schreibt es mal gerne in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen schönen Tag noch und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut!